jetzt mal fischig und gemüsig in meiner Küche. Und zwar möchte ich heute einen Gemüsefischtöpfle machen. Schmeckt mega lecker und wenn ihr jetzt schon sagt, da schalte ich ab, Fisch möchte ich überhaupt nicht. Ihr könnt alternativ anstatt Fisch auch zu jeder Zeit Hühnerbrustfilet nehmen, in kleine Stücke schneiden, habe ich auch schon gemacht, schmeckt genauso. Von der Garzeit verändert sich auch gar nichts, also ihr könnt entweder Fisch nehmen oder Hühnerbrustfilet, funktioniert beides. Ihr steht jetzt einiges da, schaut richtig viel aus, ist es aber im Endeffekt überhaupt nicht. Ihr wisst und kennt mich, bei mir muss es immer ruckzuck gehen und es ist wirklich ein Ruckzuck-Rezept, das wirklich in, ich sag mal, 4-35 Minuten ist es wirklich komplett fertig. Also, wir fangen an. Als erstes braucht man eine Zwiebel. Ich sage euch die Mengenangaben jetzt nicht genau, weil sonst ist es wirklich, wird das Video einfach zu lange. Ich schreibe euch natürlich wieder ganz genau unten in die Infobox das genaue Rezept, wie ich es gemacht habe. Also Zwiebel, Karotten und Lauch kommen jetzt in den Mixtopf. Das wird jetzt richtig ordentlich zerkleinert. Den Lauch, ich war sehr ehrgeizig und habe ihn gleich in Ringe geschnitten. Reicht, wenn ihr ganz grob schneidet, aber ich war so im Schnippelfieber, dass ich den auch gleich in Ringe geschnitten habe. Das wird nämlich jetzt als erstes zerkleinert und zwar 3 Sekunden auf der Stufe 5. 3 auf 5. Jetzt auch mal auf. Schnell zeigen. Schaut mal, wie toll das jetzt zerkleinert ist. Das wird jetzt natürlich wieder nach unten geschoben, was so am Rand noch hängt, weil das wird jetzt ein bisschen angedünstet und zwar bloß ganz kurz 3 Minuten. Da geben wir jetzt einen guten Schluck gutes Olivenöl dazu. Ihr wisst, welches ich nehme. Ich nehme alles von Zapfhahn. Da gibt es 10% mit meinem Rabattcode RUCKZUCKMANU in die Infobox unten. Findet ihr dann alles weitere dazu. Gut, das wird jetzt angedünstet und zwar 3 Minuten auf Varoma Stufe 1. Jetzt zeige ich euch, was ihr jetzt in der Zwischenzeit so machen könnt, was ich vorher alles schon vorbereitet habe. Ich habe mir 600 Gramm Kartoffeln in mundgerechte Stücke geschnitten und ins Garkörbchen gegeben. Das sind die ganzen Zutaten für die Soße. Da habe ich mir schon 700 Gramm Wasser abgewogen. Da kommt dann eben noch ein Teelöffel Gemüsebrühe dazu. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Wesentlichen, zum Fisch. Nehmen wir gerade das mal weg, dass ihr das besser sehen könnt. Und zwar braucht man jetzt Fisch, da könnt ihr jetzt den Fisch nehmen, was ihr mögt. Ich habe jetzt, Moment, ich habe extra die Packung aufgehoben. Ich habe Alaska Seelachsfilet gehabt, tiefgefroren. Ich habe es jetzt aufgetaut. Ganz leicht ist er vielleicht noch gefroren, aber minimal. Und zwar braucht man da, im Originalrezept steht 500 Gramm, also das ist bei mir auf jeden Fall mehr. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, in einer Packung sind jetzt bei mir 800 Gramm drin gewesen und ein Filet habe ich entnommen, also dann waren es bestimmt noch 650, 700 Gramm sind es bestimmt noch, wo jetzt ich hernehme. Also circa 500 Gramm, ihr müsst euch da also überhaupt nicht ganz genau an die Mengenangaben halten. Habe ich mir jetzt in mundgerechte Stücke geschnitten und habe den in den Einlegeboden verteilt. Ich habe natürlich wieder die Auflaufform mit reingelegt, weil ich möchte nicht von meinem Fisch das Eiweiß, wo austritt, möchte ich dann nicht nach unten getropft in meine Suppe haben. Also möchte ich überhaupt nicht. Entweder nimmt er jetzt ein Backpapier oder ihr nehmt wirklich die Silikonform, die Silikonauflaufform. Die gibt es ja auch in meinem Shop und dann kommt euch eben nichts durch. Gut, da muss jetzt natürlich auch ein bisschen gewürzt werden, der Fisch. Und zwar mache ich das wieder so. Es gibt mein Brot da hinten. Und zwar gebe ich wieder einen Schluck, einen guten Schluck vom Albaöl.
in ein kleines Schüsselchen rein. Und dann kommt mein Fischgewürz zum Einsatz. Ihr müsst auf jeden Fall euren Fisch würzen mit irgendeinem Fischgewürz. Und ich kann euch das hier wirklich empfehlen. Das ist richtig, richtig gut. Deswegen habe ich es auch in meinem Shop mit aufgenommen. Und da gebe ich jetzt einfach so einen guten Teelöffel in mein Öl. Und mische das jetzt so an. So. Und dann werde ich damit meinen Fisch mit dem Pinsel einfach so marinieren. Einfach großzügig einpinseln, dass überall was dran ist. Und später, wenn ich dann meine Suppe noch abschmecke, ganz am Schluss, da kommt dann auch wieder mein Fischgewürz in Einsatz. Es ist ja eine Fischsuppe und es soll ja dann auch ein bisschen eben diese Gewürze drin haben, dass es einfach typisch fischmäßig auch schmeckt. So, habe ich jetzt gut eingepinselt. Gut. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz nach meinem Brot gucken, nicht, dass das mir hier verbrennt. Ich mache bloß schnell. Perfekt. Aber Heißklopftest. Mache ich es aus. So, jetzt habe ich, dass mir noch mein Brot hier hinten verbrennt dabei. Gut, also wie gesagt, im Einlegeboden haben wir unseren Fisch und unten im Varoma habe ich schon jede Menge Gemüse reingeschnippelt. Und zwar Bohnen habe ich drin, ich habe Zucchini drin, ich habe Paprika drin und eine kleine Dose Mais. Das habe ich alles da drin schön verteilt. In der Mitte habe ich wieder meinen Wundersteam. Ist jetzt ganz wichtig, weil wir haben wirklich ordentlich viel, was wir machen, damit der Dampf auch wirklich gut in der Mitte hoch kann. Und so bleibt uns wirklich in der Mitte genügend Platz, damit der Dampf richtig hoch kann. Und auch unser Fisch eben dann gar wird. Ja, gut, wo waren wir? Wir waren jetzt beim angedünsteten Gemüse. Jetzt geben wir dazu die 700 Gramm Wasser. Und zum Würzen nehme ich einen Esslöffel Gemüsebrühpulver. Ups. So. Und jetzt hängen wir unser Garkörbchen ein mit den Kartoffeln. Geben den Deckel darauf. Ihr seht schon, wird wirklich eine mega ordentliche Portion. Dann kommt der Varoma noch drauf mit dem Einlegeboden, also Gemüse, Fisch. Wir haben jetzt unten die Flüssigkeit, dann haben wir die Kartoffel drin, hier haben wir nochmal Gemüse und oben haben wir den Fisch. Dann kommt der Deckel natürlich mit drauf und das Ganze wird jetzt 30 Minuten dampfgegart. Und zwar machen wir das wieder auf der Varoma-Stufe. 30 Minuten Varoma, dass natürlich wirklich ordentlich Temperatur, ordentlich Dampf bis nach oben kommt und die Stufe 1. Ja, wenn die 30 Minuten vorbei sind, dann wird eben der Fisch und das Gemüse schon mal in den Topf umgefüllt, die Kartoffel auch und aus dem Sud unten, da machen wir eben dann die leckere Suppe, Soße, da habe ich mir schon die alle Zutaten schon parat und ich sage ja, es geht wirklich ruckzuck und schmeckt sowas von lecker. So, die 30 Minuten sind um. Jetzt nehmen wir den Varoma ab. Und das Garkörbchen nehmen wir raus. Spatel da. So, das gebe ich gleich in einen großen Topf. Dann kommen alle Zutaten für die Soße oder für die Suppe noch mit rein. So, Deckel drauf,
Messbecherchen drauf und das Ganze wird jetzt nochmal 4 Minuten auf 100 Grad, Stufe 5, miteinander vermischt. So, da. Zur Seite. Jetzt ist es eigentlich schon fertig. Es wird alles zusammen geschüttet und dann mega. Ja, die Kartoffeln habe ich schon in meinen großen Topf gegeben. Dann gebe ich den Fisch dazu. Und zwar ohne der Flüssigkeit. Also ich gucke, dass ich nicht viel Flüssigkeit mit reinbekomme eben. Oh, das riecht so lecker. Oh, das riecht so gut. Und vor allem, wenn man Hunger hat, dann riecht und schmeckt irgendwie alles gut. Oh, lecker. Mega, mega, da freue ich mich. So. Eidlige Bohnen geben wir auch zur Seite. Dann hier wieder das Gemüse, dampfgegartes Gemüse im Thermi ist einfach nur ja, perfekt, absolut perfekt. Jetzt nehme ich meinen Wundersteam raus, gebe das Gemüse mit in den Topf. Ich muss es jetzt auch nicht probieren, ob es gar ist. Ich habe das Rezept schon so oft gemacht und mit diesen 30 Minuten, also da komme ich wirklich super hin. Und jetzt kommt noch das Süppchen dazu. Spatel ein bisschen runter. Kratzen. Ja. Oh. Ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Jetzt gießen wir noch das Süppchen mit dazu. Schaut euch mal die Farbe an. Herrlich. Herrlich. Aus. Ja, traumhaft. So, dann wird das miteinander verrührt oder vermengt und dann wird auch schon probiert, ob man auch was nachwürzen müssen. Ich gebe vielleicht noch ein bisschen vom Fischgewürz dazu. Bestimmt wieder die Frage, was alles in diesem Fischgewürz drin ist. Wenn ihr das nicht habt oder euch das nicht bestellen wollt, dann könnt ihr natürlich euren Fisch vorab selber würzen nach eurem Geschmack. Ich lese euch gerne mal vor, was da drin ist. Meersalz, Rohrzucker, schwarzer Pfeffer, Koriander, Ingwer, Fenchel, Zitronengras, Zitrone, Piment. Also so richtige, ja, Säure, scharf, sauer, alles was man halt so zum Fisch gerne isst. Jetzt probiere ich mal, ob ich noch nachwürzen muss. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich lasse es schon so. Ich lasse es genau so. Ich lasse es so, weil ich habe bei der Soßen, ich sage wieder Soßen, Soßenzubereitung, was ich da in einem Schälchen drin gehabt habe, da habe ich ein bisschen Chili-Salz mit dazu, dass ein bisschen die Schärfe auch mit reinkommt. Und habe da auch gleich Salz mit reingeben. Also für mich ist es so perfekt. Ich brauche nichts mehr nachwürzen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr mein Gemüse-Fischtöpfchen nachmacht. Und wie gesagt, wenn ihr kein Fischfan seid, ein Hühnerbrustfilet, klappt genauso. Original-Link setze ich euch natürlich auch noch drunter, weil das Rezept nicht von mir ist. Ich habe es halt ziemlich abgewandelt. Aber vielleicht wollt ihr euch ja das Originalrezept anschauen, wie es da gemacht wird. Aber ich finde es einfach nur göttlich. Ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es unbedingt nach. Rezept steht unten mit allen Infos dazu und dann könnt ihr gleich loslegen. Ja, macht es gut, bis ganz, ganz bald. Mua, eure Ruckzuck.